Hallo Freunde und willkommen zurück hier zu Final Fantasy 6. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen hier nach oben, ne? Die letzte Aufnahme ist ein wenig her, deswegen weiß ich nicht, in welche Richtung wir gehen müssen. Nein, das war schon wieder falsch. Blitzdech, komm, bam, 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 bam. Und wir haben schon wieder einen Kobold. Na, super. Okay, das war's schon. Diese ekelhaften Koboldviecher hier. Gelbkirschen, ja. Wir können ja zaubern, ne? So ist es nicht. Kannst du eigentlich auch Kobold? Ne, noch nicht. Na gut, dann machst du das mal selber. Links oder rechts? Ich guck erstmal hier. Das sieht offen. Ja, sah aus noch etwas, das es vielleicht hätte sein können. Vielleicht ein Geheimgang. Wer weiß. Oh, toll, ein Kobold. Kettensäge. Der müsste weg sein. Ah, toll, daneben. Super. Mach den weg. Jetzt. Lalala, so ein Spaß. Kobold. Oh. Naja. Wird sich hier irgendwas gemacht haben. So, du machst Kettensäge auf den. So, ja. Gut. Ich bin froh, dass wir wieder zu Kobolden geworden sind. Endlich, ein Traum geht in Erfüllung. Warum sind wir hier nochmal runtergesprungen? Ja, weil ich dachte, dass wir... weil ich dachte, dass wir ganz einfach nur... wieder Narsch landen. Ach, doch nicht du. Du nicht. Du. Du brauchst jemand anderen. Kannst du noch, Ifrit. Oder? Oder Quetzalli. Okay, dann kriegst du Quetzalli. Fertigkeiten, Melody. Kannst du Kobold? Nein. Na gut, dann machst du wieder. Bam, bam. Und noch eine Runde Heilung. Was? Was ist denn das für eine Schnitzerei? Sieht aus wie Knochen. Moment, steckt da etwas im Auge? Ein Magnet? Ja, komm, nimm den Magnet mit. Midgard Sormr. Und jetzt kommt wahrscheinlich ein Monster. Ein Yeti. Okay, Angriff, Kettensäge, Angriff, Trance. So, Angriff, Magie, Feuer. Kettensäge. Abwehr gestiegen, Magieabwehr gestiegen. Ja, Agilität. Regeneration. Warum Regeneration? Das finde ich nicht so gut. Okay, das war's schon. Das ging relativ schnell. Ich hätte mir den stärker vorgestellt, ganz ehrlich, aber hey. Okay, das war dann wohl der Yeti. Kettensäge, Angriff, du hilfst mal hier oben mit. Ach so, das war's schon. Ach nein, nicht Koboldlied. Koboldria, Koboldria. Hey, endlich wieder zu Kobolden geworden. Ich freue mich ja sehr. Kobold. Ciao, Kollege. Und wir sind wieder in Narsch.
Ah ja, die Kollegen wieder. Aber wo ist der Mogri? Wo ist Fluffy? Der muss doch ja noch irgendwo rumhängen. Ah, sehr gut. Papyrus. Wo ist Fluffy? Wahrscheinlich im Haus von Arvis oder sowas. Kann ich mir gut vorstellen. So, Angriff, Angriff. Kettensäge. Und du hilfst da unten. Nein, es reicht nicht. Ich frage mich, wie lange die Ultima-Waffe denn noch werden soll. Weil je mehr Lebenspunkte wir haben, desto stärker wird ja der Angriff und desto länger wird ja auch die Waffe. Also, ich bin mal gespannt. Weil das ist ja schon relativ lang. Sophia steigt eine Stufe auf. Okay, sie hat Ifrit. Alles ist gut. Ifrit hat ja zum Glück einen Effekt. Oh, Gadgets, Angriff und Angriff. Ist er da? Ach, wahrscheinlich ist der in der Mogri-Höhle. Na gut, da können wir ja jetzt auch hingehen. Sie sind ja quasi schon auf halbem Weg da. Gut, das hätte ich mir jetzt auch denken können, dass der da irgendwo sich rumtreiben muss. So. Weg damit. Ob das reicht? Naja, wenigstens für zwei. Hier einmal rüber. Ah, Omas. Na ihr. Nicht Blitztech. Bam, Kettensäge. Und Angriff. Müsste reichen. Stille, okay, nee. Zaubern müssen wir jetzt in dieser Runde mit Roy nicht. Okay, sehr gut. Da hat sich das soeben erledigt. Eine Flammenroute. Auch immer gut. Wie kommen wir da nochmal rein? Angriff, Angriff. Warum trifft er denn nicht mehr mit der Kettensäge? Ich glaube, ich muss mit Bohrer wieder ausprobieren, wie stark der ist. So, Kettensäge 2600 und dann probiere ich gleich mal einen Bohrer aus. Wir können auch mal heilen. Gut, hier sind wir bei den Mogris gleich hinten. Gadgets Bohrer. Wie gut ist der? Sieh mal mit ihrem Sub-Spirit. Ah, okay, jetzt zieht 500 weniger ab. Aber hat zumindest nicht die... das Riskante, dass... dass die K.O.-Attacken nicht treffen, also... Na, guck an, wer ist denn da?
Ihr lebt, Kuppau. Ich hab nicht so geglaubt, ihr werdet alle Kuppau tot. Kupp, hurra! Ich kämpfe mit euch, Kuppau. Kuppau. Der Yeti kämpft bestimmt auch mit Kuppau. Der kann ordentlich draufhauen. Naja, dafür tickt er nicht ganz Kuppau richtig. Egal, Kuppau. Er sollte irgendwo in den Stollen sein. Lass ihn uns suchen, wenn ich es befehle, kommt er garantiert mit. Du willst mich doch verarschen, oder? Ach nö. Na gut. Machen wir das gleich, oder? Nee. Ach, also auf gleich habe ich echt keine Lust gerade. So, raus hier. Raus hier. Wir gehen später nach Narsch, sobald wir Harvey wieder dabei haben. Damit wir auch die Türen öffnen können. Theoretisch könnten wir uns nochmal im... Ach ja, gut, das ist Figaro. Theoretisch könnten wir uns nochmal hier versuchen. Im Kolosseum. Soll man? Ach ja, komm, versuchen ist alles. Versuch macht klug. Ja, bitte. Und wir setzen, was setzen wir denn? Ein Kannibalendolch. Okay, das nützt uns überhaupt nichts. Das heißt, es interessiert überhaupt keinen, ob wir diesen Sakura Fubuki, Sasuke, eine Fratze, da kriegen wir einen Murasame. Falls wir den gewinnen sollten. Ich weiß aber nicht, ob das so gut ist, dass wir das jetzt machen. 1000 Nadeln. Okay, wir haben das Murasame. Lalala, einmal heilen. Das heißt also, wir müssen jetzt das Murasame. Murasame, wo bist du? Eisbrand, Blutschwert, Bastardschwert, Zauberschwert. Murasame. Glacia Labolas. Und da kriegt man Masamune. Oh nein, nicht rechter Haken. Wow, wir haben einmal getroffen. Das ist, huh. Also so mit Treffen, bei dem hat man es nicht so, ne? Kann das sein? Nee, Freunde. Das könnt ihr vergessen, das mache ich nicht. Ja, und dann machen wir das so. Und dann gehen wir weg. Ja, ist vielleicht ein bisschen wie Schummeln, aber das ist mir in dem Moment gerade mal egal. Gut, was haben wir denn hier für eine schöne Stadt? So, so. Ah. Nein, ich bin nicht über S-Bahn erfahren. Apropos S-Bahn. Wenn wir einmal dabei sind, was bringt uns denn diese neue S-Bahn? Midgard Zormere. Beben, Graviga und Tornado. Mau, das ist cool. Vor allem auch für dich. Mit deinem Magieschwert. Mit deinem Ultima-Schwert. Nein, ich will nichts über S-Bahn erfahren. Ich bin bewandert im Thema S-Bahn. So, so, nie gehört. Was sind die Gegner hier? Ach, das gibt's ja nicht. Die guten alten Gegner. Was ist denn hier kaputt? Die guten alten Gegner. Das ist aber schön. Hm, können wir alles? Nee. Gut, dann nicht. Hm. Ja, dein Sekundenzeiger. Dein Sekundenzeiger. Na, freilich. So, den hier. Und danach einfach draufhauen.
Kann uns die Tänzerin auch nicht mehr viel anhaben? Der Vogel ist nach Norden geflogen. Also irgendwo hier hinter. Ja, komm, mach die weg. Irgendwo hier hinter. Wenn du auf das Dach der Taverne kletterst, gelangst du in die Soso-Berge. Die Monster dort sind ziemlich flink. Könnte daher nicht schaden, etwas anzulegen, das die Trefferquote erhöht. Mit diesem Schützen-Irgendwas-Ding soll hier angeblich jeder Angriff sitzen. Mit diesem Entroster kriegst du die Tür da oben garantiert auf. Na, wie wär's? Oh, 100.000 Gil. Entroster erhalten. Ja, das klingt doch gut. Die Uhr ist stehen geblieben. Ja, da hinten waren wir ja schon. Müssen wir da wieder hoch? Ich bin gerade unsicher, ob das da oben war oder... Nee, die Tür hier, oder? Ich glaube, wir müssen jetzt Papp hoch. Das Schützenauge sollen wir uns anlegen, damit jeder Angriff trifft. Dann müssen wir mal gucken. Magie-EP, die steigen hier gut an, das muss ich schon mal sagen. Auch wenn mich die Gegner gerade ein bisschen aufregen, aber hey. Weil es sind nun mal hier gerade nicht die stärksten. So, Angriff, Gadgets. Komm, mach die weg. Auto am Brust, immer gut. Auch wenn es nur noch die eine war. Okay, das ist es nicht. Hier drüben. Ja. Der Rost löst sich auf. Und wir sind in den Soso-Bergen. Und wir heilen uns mal. Ein Grizzly. Ein Grizzly. Ja, ich merke, dass die ziemlich flink sind. Ja. Flucht. Ciao, Grizzly. Also wir müssen hier sehr viel mit Spezialzeug arbeiten. Gut zu wissen. Also zum Beispiel mit deinen Gadgets hier, die Kettensäge. Und das war's schon. Oh, 2000 Gold und ein Eisschild. Das sehe ich doch gerne. Ist das besser als ein Diamantschild? Ja. Na, holla die Waldfee. 860 brauchst du noch bis zum nächsten Level. Na, da haben wir noch ein bisschen Zeit, bis wir dir Quetzali ablegen müssen. Und eine Rotkappe. Ich komme mir vor, wie beim Pilze suchen. Eine Rotkappe. Wer kann die gebrauchen? Du kannst sie gebrauchen. Finde ich gut. Schön. Noch mehr Grizzly. Alter, es ist so... Oh nein, ey. Links, rechts, links. Wir machen den hier. Gadgets, Kettensäge. Du machst Feurer. Rechter Haken. Ah. Okay, der ist weg. Er ist weg. Wer ist weg? Der Schmerz, er ist weg. Heilen. Wie viel noch? Noch 122. Das heißt, du wirst den erstmal los und bekommst dafür kurzzeitig mal Midgard Zorbre. Was ist das? Licht. Licht ist immer gut. Links, rechts, links. Kettensäge. Und normale Angriffe. Reicht nämlich schon.
Roy steigt eine Stufe auf und hat jetzt wesentlich mehr TP. Und kann jetzt wieder an Quetzalli weiterarbeiten. Gut, das Licht, das macht überhaupt nichts. Das ist halt nur Licht. Blitzschild. Okay, du kannst das nicht gebrauchen, du kannst es nicht gebrauchen, aber du kannst ein Blitzschild ganz gut gebrauchen. Links, rechts, links. Gadgets, Kettensäge. Reicht das? Nee, schade. Das ist eh da. Ja, das war klar, dass das daneben geht. Links, rechts, links. Der Bär ist weg. Und der Typ ist besiegt. Wow, 4 Magie-MP. Ketzif, macht das mal. Ja, Magie, okay. Ist nicht viel, aber besser als nichts. Schön, was haben wir hier? Ein Aegis-Schild. Diese ganzen Schilde hier, die wir finden. Das ist ja hammergeil, dieses Schild. Okay, wir haben 2 Ausgänge. Ich gehe erstmal den kleinen hier. Okay, das war die richtige Entscheidung. Oh nein, ey. So, Gadgets, Kettensäge. Mal gucken, auf den am besten. Du machst eine ordentliche Magie. Und du machst auch Magie, falls wir das dann noch brauchen. Aber theoretisch müsste es dann gleich sich gegessen haben. Ja. Also, mit diesem Doppler-Ei, ne, man steigt doch echt gut. Goldspange. Man steigt sehr schnell in den Leveln. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann hoffe ich mal, dass wir unseren Freund Arthur wiederfinden. Bis dahin, tschüss.